Hallo, mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem kurzen Video, wie man Mercedes-Benz von Janis Joplin aus den 60er Jahren als Instrumentalstück auf einer vierseitigen Ukulele spielen kann. Ich beginne vielleicht mit einer Zeichenerklärung. Dieses Zeichen, was da immer wieder vorkommt, entweder ich mache eine Pause, Little Break, oder ich schlage ganz leicht perkussiv entweder auf den Korpus oder auf die Saiten. Ich spiele es jetzt einfach einmal die ersten zwei, drei Takte. Beginnt mit einem F. 3, 4. So habe ich es bis hierher gespielt. Bis zu dieser Stelle. Ich spiele es noch einmal vom Anfang an bis hierher. 3, 4. Spiele ich weiter. Jetzt bin ich bei diesem C hier. Spiele es noch einmal vom Anfang an bis zum, ja, vielleicht spiele ich es einmal komplett durch, weil der Rhythmus immer der gleiche ist. Also ganz langsam vom Anfang an bis zum Schluss. 3, 4. Kommt ein Barré-Griff, also ich habe es jetzt bisher gespielt, und dann kommt wieder ein F, nicht dieses F, sondern Barré, fünften Bund, beginne mit hier schon mit dem Barré, 3, 4, normales F. Spiele diese Phrase von hier bis zum Ende der Zeile. 3, 4. Also bis hier habe ich es gespielt. Ich spiele es noch einmal von hier weg. Also ab diesem Fünfer wird Barré gegriffen. 3, 4. Geht's weiter, spiele es jetzt bis zum Schluss. Jetzt bin ich beim ersten Schluss, dann wird es wiederholt und dann kommt der zweite Schluss, einfach dieses F. Ich spiele es jetzt einmal durch, mittleres Tempo, vom Anfang an bis zum Ende. 3, 4. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dieser Nummer aus den 60er Jahren und bis zum nächsten Mal.